Wieder recht herzlich willkommen bei smartwatch.de. Heute dreht sich bei uns alles um das Huawei Band 3e. Das ist dieses hübsche kleine Fitnessarmband, das nicht nur wasserdicht ist, sondern auch extrem leicht sein soll und dabei viele interessante Funktionen kombiniert. Was alles in der Verpackung ist und den ersten Blick auf das eigentliche Fitnessarmband, das gibt es jetzt bei uns nach dem Intro. Ja, verpackt kommt das Ganze in einer hübschen kleinen, für Huawei typisch weißen Kartonage. Da vorne gibt es schon mal ein paar Dinge drauf, die man mit dem Fitnessarmband machen kann. Zum Beispiel Rennen, Tracking bzw. auch Schwimmen soll damit machbar sein. Auf der Rückseite gibt es dann auch eine Besonderheit, nämlich man kann sich zum Beispiel den Huawei Band E3 auch an die Schuhe dran machen. Das ist sicher für den einen oder anderen Marathonläufer oder auch einfach für den Jogger sehr, sehr interessant. Es gibt natürlich hier eine Wasserresistenz, das ist interessant, wenn man zum Beispiel damit schwimmen gehen möchte. Es gibt über 20 smarte Funktionen, welche das genauer sind, da erläutere ich noch einige dann im Laufe dieses Unboxings. Und ansonsten, wie angesprochen, die Verpackung relativ dezent gehalten. Ich würde sagen, wir machen das gute Stück einfach mal auf. Zack. Ist normalerweise zugeklebt, muss man also dann kurz aufschneiden. Dann zieht man hier einfach mal den inneren Bereich raus und da seht ihr schon euren neuen Fitness-Tracker. Wir schauen uns hier heute die pinke Variante an. Sicher gelagert dann in dieser Kunststoffschale zum einen mal der eigentliche Tracker. Das ist dieses kleine Teil hier. Dann passend dazu gibt es das entsprechende Silikonarmband hier. Da wird der Tracker nachher reingepackt, zeige ich euch auch gleich. Und natürlich gibt es hier noch dann eine Ladestation dazu. Und unter der ganzen Verpackung gibt es noch einen Quick Start Guide. Und so sieht dann der ganze Lieferumfang des Huawei Band 3e aus. Zeige ich euch den Lieferumfang noch einmal kurz ausgepackt, denn da gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen mal, das hier ist die Halterung, um den Fitness-Tracker dann an eurem Turnschuh festzumachen. Eine sehr interessante Lösung, wie angesprochen, für Leute, die gerne und viel laufen. Und zum anderen ist das, wie wird der Fitness-Tracker wieder geladen? Auch da hat man sich etwas sehr Cooles überlegt. Da gibt es nämlich diesen USB-Adapter hier. Da seht ihr schon, dass oben eine Öffnung. Und am eigentlichen Fitness-Tracker befinden sich dann Pins. Sprich, der wird dann einfach hier reingesteckt, zack. Und dann kommt das zum Beispiel bei eurem Laptop oder eurem PC in die USB-Buchse und dann kann man den Fitness-Tracker problemlos vollladen und man verliert ihn so auch nicht. Der eigentliche Fitness-Tracker ist dann ein sogenannter Unisex-Fitness-Tracker, das heißt sowohl Damen als auch Herren können den problemlos tragen. Mit einem geringen Gewicht von 17 Gramm fällt er auch gar nicht weiter am Handgelenk auf und man hat sich dementsprechend auch dazu entschieden, verschiedene Farbvarianten anzubieten, was das Silikonarmband anbelangt. Das gibt es nämlich nicht nur in Pink, wie wir es heute hier uns ansehen, sondern auch entsprechend in Schwarz-Weiß oder sogar Blau. Sicher auch noch für den einen oder anderen interessant, wie sieht denn jetzt das Fitnessarmband aus, wenn man ihn nicht am Handgelenk trägt, sondern nämlich am Schuh. Das Ganze geschieht dann mit diesem Clip, der wird hinter den Schnürsenkeln eingehängt und so sieht das Ganze dann aus. Dann habt ihr auch nichts mehr, was euch zum Beispiel am Handgelenk stören könnte. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Auf jeden Fall, wie ihr seht, passt das Teil problemlos auch an einen Sportschuh dran und dann könnt ihr gleich loslaufen, wenn ihr vor der Haustür seid. Das Band 3e von Huawei macht dann am Handgelenk angelegt eine sehr, sehr gute Figur. Wie angesprochen, merkt man es eigentlich gar nicht und der kleine Tracker verfügt dann über allerhand interessante Funktionen, die dem Nutzer zum Beispiel auch einfach den Alltag erleichtern sollen. Dazu gehört zum Beispiel eine Anrufbenachrichtigung. Es gibt eine Textbenachrichtigung, wenn ihr zum Beispiel irgendwas Wichtiges auf eurem Smartphone passiert habt, vorausgesetzt natürlich, ihr habt das dementsprechend dann gekoppelt. Es gibt einen Wecker und es gibt außerdem auch eine Suchfunktion, dass wenn ihr zum Beispiel das Fitnessarmband mal verlegt haben solltet, dass ihr es dann schnell wiederfindet. Hauptaugenmerk liegt natürlich ganz klar bei diesem Armband auf den Fitnessfunktionen. Daher gibt es zum Beispiel auch einen berechneten Kalorienverbrauch. Es gibt eine Laufaufzeichnung. Ihr könnt die zurückgelegte Strecke euch ansehen. Das sind alles Features, die ihr euch dann entsprechend in einer Android- bzw. iOS-Smartphone-App ansehen könnt. Und der Tracker gibt euch außerdem zum Beispiel Tipps durch seine sehr vielen Funktionen, die er bietet, wie ihr eure Haltung zum Beispiel verbessern könnt oder wie ihr eure Leistung dementsprechend auch noch generell einfach steigern könnt. Dann noch kurz einige Worte zum Display. Ihr seht, das ist das kleine Display oben. Da werden euch dann grundlegende Infos angezeigt. Das Ganze einfarbig, weiße Schrift mit schwarzem Hintergrund. Das reicht mehr als aus. Akkulaufzeit vielleicht auch noch so ein Thema. Bis zu 14 Tage soll der Tracker durchhalten. Wenn ihr alle Funktionen aktiviert, die der Tracker so hat, dann sind es meistens nur bis zu 40 Stunden, bis er wieder an die Steckdose soll. Aber die Akkulaufzeit ist dementsprechend abhängig von eurer Nutzungsintensität. Noch ein paar Worte zu den Fitnessfunktionen, die habe ich bereits angesprochen. Allerdings gibt es auch noch eine Schlafüberwachung, einen Pulsmesser und natürlich auch dabei ein standardmäßiger Schrittzähler. In der App, die ihr dann für Android oder iOS euch auf euer Smartphone ziehen könnt, habt ihr dann einen Rundumblick über eure momentane Verfassung. Was könnt ihr besser machen? Wo könnt ihr vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten? Und dabei unterstützt euch dann der Huawei Band 3e im Alltag.
Das wär's soweit mit unserem kleinen Unboxing. Wenn ihr mehr zu diesem interessanten Produkt erfahren möchtet oder auch einen Test sucht, dann schaut auf smartwatch.de vorbei. Link direkt zum Fitnessarmband bzw. zu unserer Webseite, den gibt's direkt in der Videobeschreibung. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.